Hallo und herzlich willkommen beim Science Screen von HD Campus TV, dem Magazin mit Filmen von Studierenden aus ganz Baden-Württemberg. Die Welt kommt immer näher zusammen. Und das ist gut so, denn wir brauchen mehr Verständnis füreinander, wenn wir die anstehenden Herausforderungen gerecht bewältigen wollen. Die Lösungen dafür fangen meist im Kleinen an. Der Themenüberblick. Heidelberg sagt Ni Hao. Chinesische Studierende überwinden Kulturschock. Campus in Action. Professor Ernst Ulrich von Weizsäcker mahnt zur Trendwende. Mikrolandwirtschaft. Gemüse selbst anbauen statt Supermarkt. Die Universität in Heidelberg gehört weltweit zu den renommiertesten Universitäten. Deswegen kommen auch so viele Internationals hierher. Die meisten davon aus China. Aber wie finden Sie sich in der deutschen Kultur und an der Universität zurecht? Die studentische Redaktion Heidelberg hat nachgefragt. Wer an Chinesen in Heidelberg denkt, denkt an Touristen. Tatsächlich werden es jedes Jahr mehr. Was aber nur wenige wissen, Chinesen sind auch die drittgrößte Gruppe an ausländischen Einwohnern. Und das liegt vor allem an der Universität. Eine von ihnen ist Yiran. Sie studiert seit 3 Jahren Germanistik im Kulturvergleich an der Universität Heidelberg. Sie fühlt sich hier wohl, aber die fremde Kultur ist für sie nicht einfach. Alle meine Mitbewohner sind Deutsche und wir haben immer ein angenehmes Gespräch, obwohl ich zugebe, dass wir haben nicht so viele gemeinsame Themen, aber wir haben etwas Internationales, zum Beispiel wir haben Sport, wir haben Games und wir haben auch Essen und alles ist international. Yiran gehört zur größten Gruppe internationaler Studierender in Heidelberg. Insgesamt studieren hier etwa 750 Chinesen. Der gute Ruf der Universität macht sie in China sehr beliebt. Wer in Heidelberg angenommen wird, braucht als nächstes ein Dach über dem Kopf. Dabei hilft das Studierendenwerk, zum Beispiel mit einem Platz im Wohnheim. Und dann kommt noch die Sprache dazu. Wenn ein internationaler Studierender, egal woher sie oder er kommt, wenn diese Person Englisch spricht, dann ist es hier überhaupt kein Problem, sich innerhalb der Strukturen sowohl der Universität als auch des Studierendenwerks zurechtzufinden. Wir freuen uns immer, wenn jemand Deutsch spricht, aber das ist kein Muss. Um sich mit den Mitbewohnern zu verständigen, hilft eine Wohnheimfibel. Die gibt es auch auf Chinesisch. Das reicht aber nicht, um sich in Deutschland wohlzufühlen. Um Anschluss zu finden und Freunde kennenzulernen, gibt es zum Beispiel die Global China Connection. Die Studierendengruppe aus Deutschen und Chinesen bietet für den Staat ein sogenanntes Buddy-Programm an. Es ist außerdem halt auch eine Ansprechperson, wenn es irgendwie Fragen oder Probleme gibt. Das ist, glaube ich, am Anfang ziemlich hilfreich. Ansonsten haben wir über das Semester verteilt verschiedene Veranstaltungen, Vortragsabende, Stadtführungen, Spieleabende und jedes Semester eine Lounge, wo wir so versuchen, deutsche und chinesische Kultur bisschen zu verbinden und den Chinesen so ein bisschen das Gefühl von Heimat zu geben. Trotzdem gehen nach dem Studium viele zurück nach China. Aber vielleicht ändert sich das in Zukunft. Auf dem Emmertsgrund gibt es seit 2018 mehrere chinesisch-deutsche Firmen. Auch Chinesen mit einem deutschen Abschluss können dort arbeiten. Und wer weiß, vielleicht wird die Beziehung künftig noch enger. Wie schaffen wir eine gerechte und nachhaltige Welt? Diese Frage beschäftigt den altehrwürdigen Professor Ernst Ulrich von Weizsäcker schon sehr lange. In Furtwangen traf sich der ehemalige Präsident des Club of Rome daher mit Schülern, Studierenden und Mitarbeitern zum Campus in Action. Die heutigen Trends sind in keiner Weise nachhaltig. Wir dürfen sie nicht fortsetzen. Sonst gehen wir alle kaputt. Erstmal die Erde und dann wir. Professor Ernst Ulrich von Weizsäcker wählt drastische Worte in seinem Vortrag, wie die Erde noch zu retten ist. Was heißt Wachstum? Was heißt Qualitätswachstum? Professor Achim Kaduk hat den ehemaligen Co-Präsidenten des Club of Rome in die Aula der Hochschule Furtwang eingeladen. Die leere Welt war früher und die war völlig selbstverständlich nachhaltig. Und die volle Welt ist überhaupt nicht nachhaltig. Wir leben heute im Anthropozän, einem geologischen Zeitalter, das erst vor 70 Jahren begann. In der vollen Welt herrscht der Mensch über die Erde. Die nachhaltigen Kreisläufe der Natur werden zerstört. Die eigentliche Gefahr kommt heute vom Klima, der Klimaveränderung und der Zerstörung der Artenvielfalt. Seit der Publikation von Die Grenze des Wachstums hat sich ungefähr die Weltbevölkerung verdreifacht, was schon schlimm ist, aber der Konsum verzwanzigfacht. Also
Wir konsumieren immer mehr, immer mehr. Und unsere Wirtschaft ist so aufgebaut, dass es immer weitergeht. Und das geht schief. Der Club of Rome und viele Wissenschaftler fordern deshalb schon seit langem ein Wirtschaftssystem, das im Einklang mit der Ökologie der Erde steht. Und das ebenso die sozialen Bedürfnisse einer Weltbevölkerung von fast 8 Milliarden Menschen berücksichtigt. Die Bewegung Fridays for Future hat die Klimakrise in das Bewusstsein der Öffentlichkeit getragen. Professor von Weizsäcker geht noch weiter, im Sinne einer Qualitätsbildung. Und da ist es mir natürlich wichtig, dass das, was den Club of Rome umtreibt, die Zerstörung der Natur, ein inhaltlicher Teil der Schulausbildung, der Universitätsausbildung, der Medienausbildung und der Alltagsunterhaltung wird. Und das wird gleich in die Tat umgesetzt. Stichwort Campus in Action. Was können wir aus dem Vortrag lernen? Für uns und für die Hochschule. Zum Beispiel den Hochschulbetrieb auf reinen Ökostrom zu stellen. Ich hatte die Idee mit Leihfahrrädern zum Beispiel an der Uni. Also ich nehme jetzt mit, also dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, was zu verändern. Und auch in welcher Hinsicht man was verändern kann. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Wie kann Nachhaltigkeit in die Lehre integriert werden? Wie komme ich umweltschonend zur Vorlesung? Welche Ideen sind originell? Was hätte einen großen Effekt, ist aber derzeit unmöglich umzusetzen. Vorschläge gibt es an diesem Nachmittag viele. Und trotzdem bleibt die Schwierigkeit, mehr Menschen für das Thema zu aktivieren. Hat jetzt meiner Meinung nach heute nicht so gut funktioniert, weil ich glaube, die ältere Altersklasse war in der Überzahl, was mich ein bisschen schockiert in der Uni. Ich hätte mir noch mehr Studierende gewünscht, weil es ist natürlich schon eine ganz gute Hausnummer, den Herrn Weizsäcker hier zu haben. Und ich denke, das ist schon auch ein Magnet. Welche Lösungsansätze sieht Professor von Weizsäcker? Die Politik muss den Rahmen so setzen, dass Naturverbrauch teuer wird und sich nicht mehr lohnt. Und die Wirtschaft muss sich dann danach richten. Der Ärger ist, dass verteuerter Naturverbrauch extrem unpopulär ist. Man kann abgewählt werden, wenn man das Richtige tut, und wiedergewählt werden, wenn man das Falsche tut. Das ist das eigentliche Problem der Demokratie. Das ist ja der Mehrwert von der Hochschule, dass so viele Menschen da sind, erfahrene Menschen, junge Menschen. Nachmittage wie heute, an denen gemahnt und diskutiert wird, sind ein wichtiger Schritt, um nachhaltige Lösungen für die Marktwirtschaft der Zukunft zu finden. Die Aufgabe ist nicht einfach und gleichzeitig dringend. Professor von Weizsäcker macht uns trotzdem Hoffnung. Wenn die Vernunft als das erkannt wird, was uns hilft, das Richtige zu machen, dann wird sie doch wohl siegen. Professor Ernst Ulrich von Weizsäcker, ein Mann mit 80 Jahren Lebenserfahrung und einem klaren Blick in die Zukunft. Zeit, ihm zuzuhören. Hier in der Betonwüste der Stadt bleibt Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln für viele ein Traum. Stattdessen gibt es beim Besuch im Supermarkt Biogemüse in Plastikverpackung. Eine Alternative dazu bietet die Mikrolandwirtschaft. In Mannheim wird gezeigt, wie das geht. Obst und Gemüse kommt meistens aus dem Supermarkt, aber viele wollen das nicht mehr. Lange Transportwege und über 90.000 Tonnen Plastikmüll jedes Jahr bringen Leute dazu, etwas zu verändern. Zum Beispiel, indem sie ihr Gemüse wieder selbst anbauen und das mitten in der Stadt. Ein Projekt nennt sich Essbares Heidelberg und liegt in der Weststadt. Hier wachsen zwischen Straßenbahn und Christuskirche rote Beete, Bohnen oder Salat. In dem kleinen Garten darf jeder mitmachen und ernten. Zusammen Zeit verbringen ist wichtiger als der große Ertrag. Wer aber seinen ganz eigenen Acker möchte, der wird in Mannheim-Freudenheim fündig. Mikrolandwirtschaft ist hier das Stichwort. 100 Quadratmeter können auf einem Feld gemietet und bewirtschaftet werden. Wer einen grünen Daumen hat, kann damit eine vierköpfige Familie über die ganze Saison mit allerlei Gemüse versorgen. Ganz ohne Supermarkt. Hilfe gibt es auch von den Organisatoren, die sich von dem Projekt viel erhoffen. Und unser Ziel ist eine Online-Plattform, über die Landwirte oder Landeigentümer Ackerflächen an Leute vermitteln können, die da ihr eigenes Gemüse anbauen. Und weil die Leute heutzutage oft nicht mehr wissen, wie das geht, haben wir online über unsere Plattform ein Rundum-Sorglos-Paket für die Leute zusammengestellt, dass man erfolgreich Gemüse anbauen kann, auch ohne dass man das schon mal gemacht hat.
Das Paket besteht unter anderem aus Tipps und Saatgut, denn angebaut wird in Mischkultur, das heißt, die Pflanzensorten ergänzen sich gegenseitig. Zusätzlich gibt es einen gemeinsamen Geräteschuppen und Wasser zum Gießen. Aber auch untereinander werden Erfahrungen und Pflanzen geteilt. Nicht bei allen klappt alles, aber bei jedem klappt irgendwas. Überraschend, aus der Gruppe ist schnell eine Gemeinschaft geworden. Vom Studenten bis zum Rentner wird zusammen gegärtnert. Erstmal hat man Kontakt übers Gärtnern, weil es nicht nur ein individuelles Projekt ist, sondern eins, was auch einen Gemeinschaftscharakter hat. Wir haben auch Gemeinschaftsanteile hier auf dem Feld, wo wir an bestimmten Tagen auch zusammen dann arbeiten. Und dann gibt es auch manchmal Feste, die wir hier machen und auch darüber hinaus, man kennt sich halt. Und dann, was wir zum Beispiel hier am Wochenende manchmal machen, ist zusammen Pool spielen. Trotzdem bedeutet das alles viel Arbeit. Pro Woche verbringen die Mieter bis zu 5 Stunden auf dem Feld. Vor allem am Wochenende ist viel los. Den Mikrolandwirten ist es das wert. Wenn eine Familie 70 Kilogramm Zucchini in einer Saison erntet, dann lohnt sich der Aufwand allemal. Ja, wenn man denn dann weiß, was man mit 70 Kilogramm Zucchini anfangen will. Das war's bei HD Campus TV. Alle Beiträge und noch viel mehr aus den Universitäten in Baden-Württemberg findet ihr in der Mediathek. Bis dahin.